Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen heute wieder mal ein bisschen Star Wars Battlefront 2 zusammen mit dem Taha von der 212. Viel Spaß bei dem Video. Ich finde Battlefront 2 zum Beispiel besser und das spiele ich auch viel lieber als den ersten. Geht ja auch auf vielen anders tatsächlich. Ich glaube, viele finden den ersten besser, wegen dem Rutschen und dem Rollen oder so. Das kann gut sein, ja. Also ich höre auch immer ganz viel durchgemischt. Ich mag den zweiten Teil auch mehr. Also das Einzige, was wirklich der erste Teil wirklich besser gemacht hat auf jeden Fall, ist halt die Auswahl der Modi. Hier gibt es recht wenig Modi. Genau, genau so sehe ich es eigentlich auch. Also ich, der erste war gut, der zweite ist aber auf jeden Fall das Bessere von beiden. Ja, aber ansonsten, guck mal, hier hat man schon allein so viele Helden, die man ja auswählen kann. Ich glaube jetzt schon 8 auf jeder Seite. Ja gut, der Imperator ist gerade nicht da, aber normalerweise 8 auf jeder Seite. Dann sehr viele Maps, sehr, also im Gegensatz zum ersten Teil, wo es dann ja zum Ende mit den ganzen DLCs, gut, da gab es auch recht viele Maps, aber beim Start, wenn man da Galaktischer Angriff gespielt hat, gab es glaube ich 4 oder 5 nur. Ja, die Planetenauswahl war halt auch richtig klein, ne? Also das war das, was beim ersten Teil wirklich gestört hat, fand ich auch. Ja. Hier könnt mir nichts anhaben. Aber dafür halt sowas wie Abwurfzone, sowas wie Fracht, sowas wie, ja, keine Ahnung, diese ganzen kleineren Modi. Oder halt auch größeren Modi. Na, wo ist denn der Luke schon wieder? Das frage ich mich aber auch. Vielleicht hat er sich hier in so einem Fahrstuhl versteckt. Krieg nee. Ich, ne? Nee. Das wäre ja was, wenn er da jetzt so drin stehen würde. Und auf einmal kommt er mit so einem Machtschub raus, ne? Ja. Vader sagt es, unser Feind entzieht sich uns. Ja, dann müssen wir den mal suchen. Da hinten habe ich, glaube ich, was gesehen. Also ich bin nicht mehr richtig angezeigt da. Der Pfeil zeigt da hinten hin. Also und bewegt hat er sich dann auf jeden alles. Fall, oder? Nee. Doch, doch, der bewegt sich, okay. Bewegt sich, ja, okay. Ach, so. Der will einen schon wieder das runterschubsen, das ist so ja, einer, genau. Ja. Ach. Da will man auch nicht direkt angreifen. Ja, okay, jetzt hat er das immerhin verbraucht. Eben. So, Luke, jetzt hast du es aber wirklich ausgespielt. Jetzt rennt er wieder weg. Ach komm. Ja, na also. Boah, sehr schön. Ich dachte schon, er blockt jetzt die ganze Zeit. Mit runterspringen. Ich finde dieses Gleiten von Vader immer so ja. Schön damit anzusehen. Das Beste ist ja ähnlich, ne? Naja. So, wen nehme ich jetzt mal? Ich nehme mal Boba. Ja, komm, 2 Kopfgeldjäger. Alles klar. Im Vorgänger gab es noch Greedo und da gab es auch noch Dengar als Kopfgeldjäger. Das wäre ja auch noch was. Aber ja, ich glaube halt ehrlich gesagt nicht, dass da noch großartig Kopfgeldjäger kommen werden. Weil man müsste ja auch immer irgendwie einen, im besten Fall auch noch aus der gleichen Ära irgendwie dann bei den Guten reinbringen. Wäre halt schwierig. Ja, vielleicht können ja wieder in einen Namp rein. Ja, klar. Gut, ich glaube sogar, den wollen sogar manche, aber ist jetzt halt nicht so die krasseste Person, wo man sagen würde, boah, das ist ja die wichtigste Figur, die es in Star Wars gibt. Ja, genau. Also ich wusste, bis der bei Battlefront 1 dann auch rauskam, hätte ich auch den Namen erstmal nicht gewusst aus dem Kopf. Also von daher. Den hat man vielleicht mal irgendwo, hat man den mal gelesen, wie der heißt, aber das merkt man sich dann nicht, weil der halt einfach wirklich jetzt nicht so die krasseste Figur war. Ja, auch die Leute, die sagen, was? Guck mal, hier steht jetzt der Luke in dem Ding drin. Aber was, der ist da drinne. Jetzt hat er nicht mehr raus. Wenn wir Typen mal finden, dann legst du da deine Minen hin oder so. Ja, genau, ich pack das Ding hier vor die Tür. Willkommensgeschenk, wenn er hier. Warte kurz. Oh, die explodieren einfach so, oder was? Das gibt's doch nicht, dass der sich da drin versteckt, ey. Warte, ich mach nochmal hier einen Smoke. So, soll ich mal aufmachen? Vorbei ist, genau, warte, ich mach den Granatwerfer und jetzt. Was für ein dämlicher Look. Ach Mann, ey. Dass er sich da echt drin versteckt. Der arme Finn. Wir gucken halt letzte Runde noch rein, ne? Und jetzt ist da wirklich Luke drin. Das ist doch. Ja. Erlebt man nicht alle Tage, ja? Nee, zum Glück hatte ich Boba Fett mit diesem Scan-Impuls, dass man den da sieht. Oh ja, oh ja. Ist dann vielleicht vorbeigelaufen, ne? Ja, vielleicht hat das ja sonst geklappt, die Taktik. Oh, jetzt habe ich nichts ausgewählt. Ah, Kylo Ren. Kylo, passt doch zu dir, den magst du ja. Ja. Kann ich mir nicht nein sagen. Die erste Ordnung-Kombi. Stimmt.
Oh, der Spruch ist cool. Übergib deine Waffe zur Inspektion. Ja, besonders bei Kylo, okay. Ja, gib mir mal dein Lichtschwert. Jo, hier, bitteschön. Hab ich deswegen auch eingefahren direkt, ne? Ja, klar. Phasma, die kennt sich da anscheinend aus bei Lichtschwertern. Nur ein Kratzer. Ja, anscheinend wirklich, ne? Wenn die das sagt zu Kylo, dann muss das jetzt stimmen. Fand ich auch schade, dass sie so als Charakter irgendwie weg ist jetzt einfach, weil man hat irgendwie erwartet, dass sie vielleicht mehr bedeutet, wer weiß. Das stimmt, ja. Boah, der ist aber schlau, du. Der dodgt meinen ganzen Machtangriffen. Aber mit dem Lichtschwert wirst du nicht entkommen. Sehr schön. Ja. Aber wieder nur einer da. Da ist Luke, okay. Oh, verdammt. Da habe ich eine Sekunde nicht hingeguckt. Ich bin tot. Lande auch ganz knapp nur. Ach komm jetzt. Läuft er doch nicht die ganze Zeit weg, oder? Kannst du ja deinen Druiden hinpacken? So. Ja, den habe ich. Der, so lange kann er ja nicht blockieren. Der wird mich auch noch versuchen, wieder runter zu schubsen. Vor allem, dass er aber dann auch überhaupt nicht in den Kampf kommt, sondern wirklich nur darauf spielt, den Machtschub zu machen. Das erinnert mich an den Yoda von vorhin, ne? Ja. In der ersten Runde, die wir gespielt haben. Ja, also da kann ich es dann auch verstehen, dass man jetzt, wenn man der Finn wäre, sagen würde, ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn der mir nicht mal helfen kommt. Ja, stimmt, genau. Solche Teammates, ach, komm, ne, das ist... Werder würde jetzt sagen, ein jämmerlicher Versuch. Ja. Na, das war's. Gut, sie wollen es wirklich auf die harte Tour haben, ne? Also. Ja. Ja. Ich habe kurz Angst bekommen, weil es nicht vorbeigegangen ist. Ich dachte auch schon so. Mal vor, jetzt verlieren wir das. Das wär's gewesen. Ach ja, selbst wenn, dann hätte er wenigstens keinen Luke mehr gehabt. Dann hätte er wahrscheinlich Yoda genommen, aber naja. Ja, stimmt. Okay, diesmal ja, andere Combo. Mit Aiden kann ich da auch ein bisschen mehr machen, wenn er nur mit Luke blocken geht. Diesmal habe ich auch die Maske abgenommen, ne? Jetzt wird's ernst, meinst du? Ja, genau. Jetzt ist volle Konzentration. Augen nach vorne. Das war ja auch vorhin das Problem. Er hat mich nur runtergeschubst, weil ich nicht wusste, wo er war. Und auf einmal kriege ich diesen Machtschub von der Seite ab. Mhm, ja, ja. Das hat mich da... Ja, die bleiben da halt wahrscheinlich wieder draußen stehen diesmal, ja. Ja, die Map ist auch ein bisschen groß, finde ich, ne? Also, ist zwar ja, in Ordnung, aber für Helden... Kessel zum Beispiel mega klein, so im Vergleich. Oh ja, oh ja. Na, diesmal stehen sie, meinst du, zweit da. Ja, genau. Ah, sehr schön, jetzt kannst du dein Zweitfeuer einsetzen, das ist natürlich optimal. Ah, der Finn schießt ja auf mich. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ach, tatsächlich? Hier muss Wahl eingesetzt werden. Ah, so ein bisschen Schaden kriegt er, aber ich glaube, das regeneriert er auch wieder weg. Ich kann ja mal versuchen, sonst von links hinzugehen, von drin. Können wir uns mal aufteilen? Das könntest du, ja. Oh, dieser Finn, ey. Machen wir hier mal etwas Licht. Ist es das? Finn. Gib mir einen Schild, Droide. Eigentlich habe ich ihn doch in der Luft getroffen. Wieso hat das nicht funktioniert? Warum sind sie nicht? Tja, ich weiß es auch nicht. So, Finn haben wir jetzt. Sehr schön. Wenn ich dann in einer Sekunde, wenn er irgendwie versucht, seinen Machtschub einzusetzen, kann ich ihn freezen. Oder so.
Na, da hat ihn irgendwie nicht richtig getroffen, der Druide. Nee, genau, das war bei meinem Machtding. Jetzt will er da bestimmt wieder irgendwie warten da drin, oder? Nee. Ah, jetzt rennt er einfach so weg, oder was? Ja, er ist da oben jetzt gerade. Ach doch, da hinten rennt er, okay. Ja, echt komische Taktik, die da spielen, oder die der Luke da spielt. Immer nur auf einen runterschubsen, ich weiß auch nicht. Das kann man ja mal machen, aber also so allgemein, wenn sich die Lage ergibt, dass man dann versucht, mal einen runterzuschubsen, aber jetzt nicht die ganze Zeit nur da drauf zu spielen, ist halt komisch. Oh, verdammt. Das war knapp. Ich muss erstmal hochkommen hier. Ja, wo ist der denn jetzt? Der Druide hat ihn mal geschockt. Oh, jetzt hat er gut Schaden genommen, immerhin. Komm her, Luke. Nicht wegrennen. Ah, verdammt. Viel Leben hat er nicht mehr. Nee, nee. Das ist nur noch die Durststrecke, die er hier hat. Ah, jetzt rennt er wieder nach unten raus. Und der ist so schnell, ey. Den komme ich gar nicht hinterher. Ja, eben. Auch für mich als Carlos ist das ziemlich schwer. Habe ich ihn getroffen? Ja. Freeze. Ja, jetzt hast du ihn. Sehr gut. So, ja, na endlich. Mann. Ah, gut. Das war echt. Sowas nervt dann aber auch echt, ne? Muss man wirklich so hinterher rennen. Oh ja. Aber, alte Wolkenstadt hier. Ja. Haben wir ja doch nochmal hingekriegt. Ja, kann man sich nicht beschweren, du hier Top-Held. 19.000 Punkte, ist auch sehr gut. Also sehr viele Punkte auf jeden Fall. Ja, ja. Na gut, wenn der immer nur, ich schieß den an, der rennt wieder weg, ich schieß den an, der rennt wieder weg. Dann mache ich halt gut Punkte bei. Stimmt. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Also lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, beim Tommy vorbeizuschauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Genau, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und natürlich schaut auch gerne bei der 212. vorbei. Vielen lieben Dank auch fürs Mitspielen beim Taha und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.